Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte die mir heute gebotene Gelegenheit nutzen und Ihnen die Grüße der Landesleitung der Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband Sachsen übermitteln. Insbesondere darf ich Ihnen ganz herzliche Grüße unseres Vorsitzenden Reinhold Mähne ausrichten, der heute leider verhindert ist. Auch er muss mal Urlaub machen. Mein Name ist Karin Sivonia und vor genau einem Monat wurde ich zu einer der stellvertretenden Landesleiterinnen der DSTG Sachsen gewählt. Und es ist mir heute eine besondere Ehre, dass ich meinen ersten öffentlichen Auftritt nun bei Ihnen absolvieren darf. Eine Ehre deshalb, weil wir es als Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung nicht immer so ganz leicht haben, in der Öffentlichkeit Gehör für die Anliegen der Beamtinnen und Tarifbeschäftigten, insbesondere in den Finanzämtern, zu finden. Die Partei Die Linke haben wir, in der Partei Die Linken haben wir einen Ansprechpartner gefunden, der Interesse an der Arbeit des öffentlichen Dienstes zeigt. Gemeinsame Anliegen verfolgen wir beispielsweise im Zusammenhang mit der Standortekonzeption, die mit einer Verringerung der Zahl der Finanzämter von 27 auf 16 plus 1 einhergeht, ohne dass es eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und eine Aufgabenkritik gegeben hat. Ebenso verfolgen wir gemeinsame Ziele bei der Personalausstattung und der Besoldung, für durch Sie initiierte parlamentarische Anfragen und für die mit Ihnen gemeinsam geführten Gespräche, insbesondere mit Herrn Dr. Hahn und Herrn Scheel, möchte ich mich herzlich bedanken. Wir hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit und ich wünsche Ihrem Parteitag einen guten Verlauf.